Mein Name ist Beat von Siebenthal. Ich bin der Verantwortliche für Forschung und Entwicklung bei Valperca und wir sind hier in Raron in der Schweiz. Der Flussbarsch ist eine relativ neue Art in der Aquakultur und daher gab es bisher noch kein spezielles Futter für Flussbarsche. Wir mussten also auf ein anderes Futter ausweichen und es hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass das zu Gesundheitsproblemen geführt hat. Insbesondere haben die Fische starke Verfettungen in der Leber gezeigt. Wir mussten also eine Lösung finden, um dieses Problem anzugehen. Und mit dem neuen Futter von Altech Koppens haben wir festgestellt, dass die Leberverfettung deutlich zurückgegangen ist. Dadurch ist das Immunsystem der Fische wieder besser gestärkt und die Fische sind weniger anfällig auf Probleme und daher ist die Mortalität auch deutlich zurückgegangen. Ich habe bei Altech Koppens sehr geschätzt, dass sie das Problem von uns sehr ernst genommen haben und von Anfang an nach Lösungen und Ideen gesucht haben. Sie haben uns schließlich angeboten, diesen Fütterungsversuch in ihrem Aquacenter zu machen mit unseren Fischen. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass man das Problem eingrenzen konnte und entsprechend ein neues, besseres Futter formulieren konnte. Und wie sich dann bei einem Praxistest gezeigt hat, hat es effektiv große Veränderungen im positiven Sinne gebracht. Das von Altech Koppens neu entwickelte Barschfutter hat dazu geführt, dass die Gesundheitsprobleme bei unseren Fischen stark zurückgegangen sind. Insbesondere die Leberverfettung ist stark zurückgegangen. Dadurch ist das Immunsystem der Fische stärker geworden und wir haben somit deutlich weniger Mortalität als früher. Ich kann Altech Koppens weiterempfehlen, weil die Zusammenarbeit mit Altech Koppens von Anfang an sehr eng war und die Firma sehr rasch und professionell auf unsere Bedürfnisse eingegangen ist. Und das haben wir sehr geschätzt.